Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, wir müssen leider einen kleinen Cut machen, weil das Ganze ja außerordentlich große Ausmaße annimmt. Und heute werden wir mit Rapunzel sprechen, die uns helfen wird, hoffentlich mit den uralten Ruinen zurechtzukommen, wenn sie nicht abhauen würde. Ha, ha, achi! Gesundheit? Es tut mir leid, Gameplayerin. Ich bin ganz nah an eine große Fliegenfalle herangekommen und sie hat mir eine große Wolke Pollen ins Gesicht geschleudert. Seitdem muss ich ständig niesen und mein Hals kratzt. Ich bin sicher, dass es mir bald wieder gut geht. Brauchst du etwas? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ich bin auf der Spur eines besonderen Schatzes. Man nennt ihn den Funke der Vorstellungskraft. Aber um ihn zu finden, muss ich diese spezielle Rätsel mit Musiknoten lösen. Es sieht so aus, als ob wir die richtigen Noten kennen müssen und jemanden brauchen, der sie singt. Oh nein, wenn du deshalb hier bist, kann ich dir in nächster Zeit wohl nicht helfen. Mein Hals kratzt so sehr, ich könnte den ganzen Tag keinen einzigen Ton singen. Oh, ich denke, ich könnte jemand anderem bitten, mir bei diesem Teil zu helfen. Aber ich möchte dir wirklich helfen, nachdem du mir schon so oft geholfen hast. Wenn ich doch nur den Tee oder die Suppe hätte, die Mutter mir immer gemacht hat. Immer wenn ich Halsschmerzen hatte, hat sie gemacht und nach ein paar Schlückchen konnte ich wieder singen. Oh, Rapunzel, ganz ehrlich, bitte sag mir, was das für eine Suppe ist, weil wenn ich nur ein Halskratzen habe, dann höre ich mich wahnsinnig scheiße an. Und das ist echt schlimm, wenn man ja auf seine Stimme halt eben angewiesen ist. Vielleicht kann ich dir welche machen. Meinst du schaffst das? Ich würde sie selbst machen, aber Mutter hatte spezielle Rezepte, die sie nicht mit mir teilen wollte. Ich will Mutter wirklich nicht um Hilfe bitten, nicht nachdem ich schon so weit gekommen bin. Ich weiß nur, dass sie mich im Gegenzug bitten wird, für sie zu singen. Mutter Gothel hat einige Sachen in deinem Turm hinterlassen. Könnte es da oben sein? Weißt du könntest recht haben. Sie hat einen Haufen Sachen dort gelassen. Aber ich habe noch nichts davon durchgeblättert. Ich war zu sehr damit beschäftigt, die Insel zu erkunden. Kein Problem. Ich werde deinen Turm durchsuchen und sehen, was ich finde. Ja. Ich glaube, es war in die Richtung und dann können wir hier rechts hoch. Genau, da können wir hoch. Finde Mutter Gothels Rezept in Rapunzels Turm. Da ist er doch. Mal schauen. Nee, jetzt laufe ich auch noch in den Baum rein. Den Turm direkt im Blick und dann voll in den Baum reingelaufen. Okay. Kann man da irgendwas mit machen? Denn hier ist nur Deko hier, ne? Rezept. Hier ist noch ein Buch. Kann man gar nichts anklicken. Ah, Moment. Aha, das sieht gut aus. Hol dir das Rezept. Habe ich doch hoffentlich gerade gemacht, oder nicht? Mutter Gothels Rezepte. Ja, meine ich doch. Habe ich doch gerade gemacht. Ist noch nicht abgehakt gewesen. Kehre zu Rapunzel zurück. Die wahrscheinlich jetzt wieder komplett woanders rumirrt. Merlin kommt mir entgegen, das bringt mir aber nicht viel. Rapunzel, bleib stehen. Ich komme von hinten. Wie ein Düsenjet hier, nicht abhauen. Naja, Düsenjet. Man kann halt nicht richtig laufen. Ich habe diese Rezepte hier in deinen Turm gefunden. Oh, das sind genau die Rezepte, die Mutter immer gemacht hat. Aber für diesen Tee braucht man ein besonderes Kraut, das sie früher angebaut hat. Ich glaube, sie hat die Samen dafür von der Promenade. Ja, grabe Mutter Gothels lila Samen auf der Promenade aus. Ey, ihr habt sonst keine anderen Probleme, oder? Immer wieder irgendwas ausgraben und weiß ich nicht was. Moment, jetzt muss ich hier wieder ganz umständlich dahin. Wie war das jetzt? Hier rum?
Nee, ist besser, wenn ich eins zurückgehe, ne? Eins zurück und dann nach rechts. Sind die ernsthaft alle schon wiedergekommen hier? Die ganzen Sachen, wo ich eben das Zink rausgeholt habe. Das ist hier Wahnsinn. So. Ist das jetzt schon die Promenade? Ja. Zwei Samen. Das ist wahrscheinlich wieder so wie beim letzten Mal. Dass man die erst sieht, wenn man schon fast wieder drüber gelaufen und wieder weg ist. Und vorher glitzert dann nichts. Hat sie ja gerade was ge... Oh. Mann, dieser blöde Baum. Nee, ich glaube aber, es hat nichts geglitzert. Keine Ahnung. Und wenn doch, dann lag es jetzt an dem Baum, dass ich es nicht sehen kann. Ah, Moment, Moment. Doch. Hallo, das ist doch markiert. Willst du mich jetzt veräppeln? Hä, wieso kann ich das... Ich soll es doch ausgraben. Ah, jetzt wird es markiert. Ah. Keine Ahnung, warum der das nicht hingekriegt hat, obwohl ich direkt davor stand. Aber das hat der manchmal. Also das sind diese komischen Hitboxen. Und damit meine ich jetzt nicht die Hitboxen, wo man, die man hat, wenn man jemanden schlägt, sage ich jetzt mal im Spiel. Wo bin ich denn hier? Ach so, das ist der Weg zum Grenzland. Ich wollte gerade schon sagen. Ah, hier klappt es jetzt auf einmal. Okay. Gut. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Kümmere dich um Mutter Gotels Kräuter. Pflanze, gieße und ernte Mutter Gotels Kräuter nach 20 Minuten. Oh Leute, ist das euer Ernst? Kann man nicht einmal eine Quest machen, die man aufnehmen kann? Oh, es ist so ätzend. Immer mit dieser Warterei. Mache ich das mal hier hin? Hallo? Hä, wieso kann ich hier keine Löcher graben? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Hallo? Hä? Wieso kann ich im Grasland keine Löcher graben? Was soll das denn? Hier kann ich Löcher graben. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein Bug, dass ich nichts graben? Also neu graben kann, aber... Ja. Keine Ahnung. Gut. Machen wir da jetzt erstmal, ohne was zu sehen, die Samen rein. Ja, und da müssen wir leider erstmal 20 Minuten warten. Das heißt für mich, ich werde aus diesem Spiel rausgehen, ein anderes Spiel, eine Folge aufnehmen und dann wieder hier reingehen und mir das Ergebnis angucken. Heißt für euch allerdings, wir sehen uns sofort wieder. Ja, und wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht und diese, ja, Kräuter, sag ich jetzt mal, sind auch schön groß geworden. Nee, ich will nichts Neues machen, ich will das ernten, wenn er ernten steht. Dankeschön. So, wieso sollen wir jetzt noch eine Rübe holen? Vor allen Dingen eine Rübe. Wo kriege ich jetzt nochmal Rüben her? Oh Gott, ist das von hier? Meine Zutaten. Rübe. Wächst in 4 Stunden. Ihr wollt mich komplett veräppeln, oder? Wo man es kaufen kann. Grasland, Lagune, Promenade, Rhein. Also sprich da hinten bei dem einen. Ihr wollt mich echt veräppeln jetzt. Ja, wenn ich da jetzt keine Rübe kriege, ne? Ich steig euch aufs Dach, Disney. Ernsthaft. Ich habe jetzt extra lange gewartet, um den Kram hier zu machen. Ist das eine Rübe? Sieht so ein bisschen aus wie eine lila Rübe. Ah, perfekt. Oh. Okay. Achso, die ist ja oben lila. Ja, stimmt. Dann nehmen wir hier nochmal eben eine neue und pflanzen dann hier nochmal eine neue an. So. Aber haben wir die denn gar nicht? Obwohl, na, bei der Ananas bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir die... Ach ja, es regnet ja, brauche ich ja gar nicht zu machen. Ob wir die eventuell abgeerntet haben. Eigentlich habe ich überall was geholt, aber ich glaube, ich habe die nicht alle abgeerntet. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück, machen Mutter Gotels Suppe und Mutter Gotels Tee.
Müssen wir mal eben hier. Ach ja, natürlich ist das dann direkt was. Oh, Leute. Dafür habe ich jetzt gerade weder die Zeit noch den Platz, hier die Dinger einzusammeln. Und da drin ist auch noch was. Das kriegen wir sicher wieder nicht. Ah, doch. Diesmal kriegen wir alles. Anscheinend war aber nur Geld drin. Ich weiß es nicht genau. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kochstelle. Dann Mutter Gutels Suppe. Einmal auffüllen, bitte. Sieht sehr lecker aus. So magig pink irgendwie. Und was war das andere? Mutter Gutels Tee. Genau. Auf jeden Fall in einen sehr schicken Behälter. Also hier in einer sehr schicken Tasse. Bring die Suppe und den Tee zu Rapunzel. Warum darf ich die denn nicht benutzen? Wo ist sie denn schon wieder? Ich hätte die vielleicht markieren sollen, ne? Ich glaube, sie kam von da, ja. Läuft sie weg oder kommt sie zu mir? Also sie steht hier, okay. Nur da drin kann man sie wieder so schlecht ansprechen. Hallo, Rapunzel. Ja, bitteschön. Oh. Wow, Gameplayerin. Dieser Tee, die Suppe. Sie sehen genauso aus wie die Mutter früher gemacht hat. Ich bin so gespannt darauf, sie zu probieren. Vielen Dank dafür. Genieße es. Was das gleiche wäre wie Bon Appetit. Oh. Mal sehen, ob sie so gut schmeckt wie die von Mutter. Hm? Hm? Sie waren nicht so gut wie die von Mutter. Sie waren so viel besser. Sie schmecken vielleicht besser, aber haben sie auch geholfen? Denkst du, du kannst singen? Das Kratzen in meinem Hals lässt nach, aber ich komme doch später wieder, um sicher zu gehen. Wenn Mutter die für mich machte, dauerte es immer etwa 15 Minuten, bis die Wirkung einsetzte. Kein Problem. Vielleicht helfe ich Gaston, während ich warte. Ja, das war tatsächlich auch mein Ansinnen, dass wir uns jetzt... Lass Rapunzel 5 Minuten lang ausruhen. Ich denke, 15 Minuten. Was denn nur? Irgendwo habe ich doch Gaston gesehen. Hier unten. Der geht durch den Innenhof. Gaston. Ich mag dich zwar nicht, aber ich muss schon wieder eine Quest mit dir machen. Du bist nicht so gut wie Maui, aber dich kann man auch nehmen für diese Sache. Ah, Gameplayerin. Hat dich die Hitze in den Dünen überwältigt? Bist du gekommen, um im Schatten meines enormen Bizeps Schutz zu suchen? Eigentlich könnte ich deinen Bizeps für etwas anderes gebrauchen. Oh, soll ich etwas heben? Oder vielleicht mit einer gefährlichen Kreatur ringen? Nicht ganz, aber nah dran. Du musst dich auf etwas stellen und so schwer wie möglich sein, um eine Falltür auszulösen. Hier, seh dir dieses Bild an. Ich versuche, diese Falltür in den uralten Ruinen zu öffnen, damit ich... Ich wette mit euch, jetzt kommt... Oh, das geht doch gar nicht und ich brauche dafür ein spezielles Gericht. Oder sowas. Stopp, mehr ist nicht nötig. Du brauchst jemanden, der heldenhaft posiert. Und ich bin ein Held, der hervorragend posieren kann. Es gibt nur ein Problem. Ich wusste es. Ohne ein ordentliches Frühstück bin ich nicht in Bestform. Verstanden. Du brauchst ein heldenhaftes Frühstück. Ah, eine sehr LeFou-artige Antwort, Gameplayerin. Ich stimme zu. Für ein richtig sättigendes Frühstück musst du natürlich mehr tun, als nur ein paar Croissants zu backen. Ich habe in den Dünen ein interessantes Rezept gefunden. Es scheint, als hätte die uralte Zivilisation, die hier lebte, ein ziemlich beeindruckendes Rezept gehabt. Jetzt kommt's. Ein Omelett aus purem Gold. Das klingt wie ein Rezept für Verdauungsstörungen. Es gibt keinen besseren Magen als den von Gaston. Meiner wird das schnell erledigen. Igitt. Das Rezept erfordert goldene Zutaten, aber ich habe keine davon auf der Insel gesehen. Hm,
Aber wenn sie aus Gold sind, hat der Täuschungszauberer sie vielleicht in seinem Tresor gesammelt? Stimmt, ich schaue in der Wunderhöhle nach. Das war jetzt gerade ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke. Achso, untersuche das Rezept erstmal. Das habe ich schon fast wieder vergessen. Warum lag jetzt auf dem Boden eins und eins schwebte vor mir? Na gut. Finde die goldenen Zutaten in der Wunderhöhle. Goldene Eier, Edelsteinkäse, altes Wildfleisch, goldene Milch und goldene Paprika. Oh mein Gott. Okay, also Wunderhöhle nehme ich jetzt mal stark an. Ist jetzt hier oben diese eine, ja, ich sag mal Höhle von Jafar gemeint. Ich weiß auch nicht, warum wir bei ihm die Quest nicht weitermachen können. Ich weiß nicht, ob das nicht möglich ist oder ob ich vielleicht irgendetwas übersehen habe. Also wenn ihr da genaueres zu wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich verstehe nicht, warum die Quest nicht weitergeht, ehrlich gesagt. So, finde die goldenen Zutaten. Okay, das kann ich ausbuddeln. Da kriege ich Geld für. Okay. Hinten liegt doch irgend... Ah, ne, das ist der Schalter. Na gut. Ich bin mir jetzt noch gar... Ach so, Moment. Goldene Eier? Oh. Aber keine Spur von der goldenen Gans. Ach so, da müssen wir die wahrscheinlich alle ausbuddeln, ne? Ich war sowieso am Überlegen, ob das vorher auch schon so war, dass man hier... Ah ja, hier kriegt man goldene Paprika. Dass man hier Sachen, so, also goldene Haufen, sag ich mal, wegbuddeln konnte. Aber ich meine, das wäre damals auch schon gewesen. Deswegen habe ich mir da jetzt gerade keine Gedanken drum gemacht. Aber gut, anscheinend ist das wirklich der Hinweis, die Spur, wie wir jetzt die Sachen bekommen. Die Sachen kann man nicht wegbuddeln, nehme ich mal an. Das ist nur das, was so tief ist, ne? Gehen wir hier erstmal geradeaus. Ich denke aber, dass wahrscheinlich rechts und links noch was sein wird. Oh, wie lang ist denn der Weg hier? Hallo? Da komme ich wieder raus. Oder ist es nur rechts? Nee, hier ist doch etwas. Okay. Ich wollte gerade sagen, oder ist es nur rechts und links? Okay, das ist die goldene Milch. Ich gehe mal davon aus, dass hier oben nichts mehr ist, aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber nochmal nach. Ich gehe stark davon aus, dass rechts und links jeweils... Ja, ja, genau. Dass rechts und links jeweils so ein Geldhaufen sein wird. Wenn das nicht immer so lange dauern würde mit dem Laufen, wäre das auch alles nicht so schlimm. Ich bin hier voll im Tarnmodus irgendwie. Das ist leicht lila, ähnlich wie meine Haare. Und voll dunkel, ähnlich wie meine Hose. Das ist schon ganz cool. Wenn meine Schaufel nicht so leuchten würde. Ich glaube, daran sehe ich dann am meisten, wo ich bin. Naja, gut, daran und natürlich im Oberkörper, der ist nicht so dunkel. Okay, hier haben wir nochmal eins. Ich gehe stark davon aus, dass das zweite dann auf der anderen Seite ist. Das war... Was war denn das? Edelsteinkäse, glaube ich. Und das alte Wildfleisch brauchen wir noch. Naja, war das jetzt rechts oder links rum? Das ist, glaube ich, egal. Ah, Moment, hier unten ist was. Sehr schön. So, koche ein goldenes Omelett. Jetzt muss ich erstmal hier wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schneller ist. Ich denke, so schneller, wenn ich hier den Weg wieder zurückgehe. Ich bin mir nicht sicher, weil hinten dieser eine Weg ja ziemlich lang ist. Oder beides nimmt sich nicht allzu viel. Kann natürlich auch sein, von dieser Stelle aus. So. Ich kann den Ausgang schon riechen. Ich kann ihn nur noch nicht sehen. Da ist er. Ein goldenes Omelett. Der hatte jetzt aber kein... Nee, ich meine, er hatte kein Dings... Der hätte, glaube ich, nichts zum Kochen bei sich, soweit ich mich erinnern kann.
kein Herd. So, Mann. Ein goldenes Omelett kommt sofort. Fragt mich bitte nicht, warum, wieso, weshalb oder wie er das verdauen möchte. Ich habe keine Ahnung. Gut, ist er noch hier oben? Ja. In das Gericht zu Gaston. Da ist er. Ah, das ist ein Frühstück, das meiner würdig ist. Aber ich habe nachgedacht, Gameplayerin. Du sollst nicht denken, Gaston. Gerade du solltest wissen, dass das gefährlich ist. Ja, genau. Worüber hast du nachgedacht? Wenn du von mir erwartest, dass ich heldenhaft posiere, dann brauche ich einen Gehilfen, der neben mir posiert. Auf dem Bild, das du mir gezeigt hast, gab es zwei Plattformen. Kein Problem, ich hole Olaf. Ah, nein, dieser mickrige kleine Schneemann wird langsam lästig. Erst gestern hat er mich gefragt, ob ich wüsste, dass Gaston nur ein paar Buchstaben braucht, um eine verwechselte Version von Antagonist zu werden. Ja, das stimmt sogar, sehe ich gerade. Ich sagte ihm, dass ich keine Zeit für Rechtschreibung habe und er mir aus den Augen gehen soll. Es gibt nur einen Gehilfen für diesen Job. Einen neuen und verbesserten LeFou. Ein glänzender LeFou. Den letzten habe ich aus Kokosnüssen gemacht. Aber du könntest einen machen, der zu meiner beeindruckenden Persönlichkeit passt. Okay, da fallen mir jetzt auch spontan nur die Kokosnüsse ein. Mit ein paar wertvollen Edelsteinen von der ganzen Insel. Ja, und er lacht mich wieder aus, weil er weiß, dass ich da wieder unheimlich lange suchen muss. Bronzebarren, Wabensteine, Alexandrit, Spinelle und Jade sollten sich gut eignen. Ja, und die Hälfte, glaube ich, habe ich gerade erst für die letzte Quest ausgegeben. Natürlich brauchst du vielleicht etwas Farbe, um ihn fertigzustellen. Kein Problem, Rapunzel hat mir gesagt, dass ich mir immer welche aus ihrem Turm ausleihen kann. Ja, nur der Rest ist halt nicht so. Bronzebarren, naja gut, Bronzebarren müssten wir so herstellen können, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Und Bronze sollte ich auch genug... Nein, das war nicht die 5, das war die 4. Bronze sollte ich auch genug haben. Wobei ich dazu... Beziehungsweise Kupfer wird das ja draus gemacht, meine ich. Wobei ich dazu sagen muss, die haben wir jetzt natürlich alle mit... wie heißt der jetzt? Mit Eve gebraucht. 5 Bronzebarren brauchen wir noch. Goldbarren, Eisenbarren... Bronzebarren. Ach nee, da brauche ich Zinn für. Okay. Kein Kupfer. Ich werde es mir nie bemerken, aber egal. So, Farben von Rapunzels Turm. Einmal dorthin. der ist hier, ne? Das ist das Haussymbol von Rapunzel. Ich muss immer überlegen, wo jetzt die ganzen Sachen eigentlich sind. So, diesmal laufe ich nicht zum Baum und möchte da rein. Diesmal gehe ich tatsächlich zum Turm. So, die Farben. Die könnten hier... Ah ja, das sieht gut aus. Stelle den Gegenstand glänzender LeFou für Gaston her. Ja. Mache ich, aber da sie sich gerade hier so anbietet, würde ich sagen, sprechen wir noch mal kurz mit Rapunzel. Mann, ist das schwer hier. Okay, ich glaube, ich bin soweit, Gameplayerin. Lalalalalalalala. Meine Stimme ist wieder da. Also gut, ich bin bereit, dir zu helfen, den Funken der Vorstellungskraft zu retten. Perfekt, triff mich in den uralten Ruinen. Ich muss nur noch Gaston helfen.
Ich treffe dich dort, okay? Ich bin wirklich froh, dass ich dir bei etwas helfen kann, nachdem du mir so viel geholfen hast. Sehr schön. So, wir gehen aber zurück zur Werkbank. Ich bin gerade überlegen gewesen, ob wir jetzt was kochen mussten, aber es hat Rapunzel mich hier so komplett rausgebracht. Aber nein, nein. Ach, ich sag gerade noch, ob wir was kochen mussten, aber wir wollten zur Werkbank, wollte ich gerade sagen. Und was mache ich? Ich gehe zum Herd. Oh mein Gott. Okay, ein glänzender LeFou. Ja, Spinell habe ich nämlich nicht viele. Wabenstein, na gut, okay. Ja, dann nimmt er mir natürlich wieder ziemlich viel weg. Ja, okay. Begeistert bin ich nicht. Aber was will man machen, ne? Man will ja die Quests auch durchkriegen. So, er ist da oben und rennt wahrscheinlich direkt weg. Dann gehe ich mal direkt nach unten. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel wir danach machen, ne? Er ist sogar hier stehen geblieben. Bitteschön, ein glänzender LeFou. Gute Arbeit, Gameplayerin. Dieser LeFou glänzt so sehr, dass ich mich 100-fach in den Edelsteinen spiegeln kann. 100 Gastons, ein erschreckender Gedanke. Man bräuchte 6000 Eier pro Tag, um sie alle zu füttern. Zu füttern vor allen Dingen. Belästige mich nicht mit Mathe, Gameplayerin. Lassen wir Taten sprechen. Okay, geh und warte in den uralten Ruinen auf mich. Es sieht so aus, als ob alle bereit sind, tiefer in die Ruinen zu gehen. Ich treffe dich dort, okay? Natürlich, Gameplayerin. Ich übe schon mal meine heldenhaftesten Posen. Grrr, arge. Okay, alle sind bereit und wir sollen zu den Ruinen zurückkehren. Ich werde hier allerdings... Hallo Rapunzel, du solltest an den Ruinen auf mich warten. Ich werde allerdings hier mal einen kleinen Cut machen, weil ich denke und auch irgendwie hoffe, dass das in den Ruinen noch ein Weilchen dauern wird, bis wir da weiterkommen. Und ja, sollte ich mich irren, werde ich das Ganze natürlich noch hinten dran schieben. Sollte ich mich nicht irren, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in den Ruinen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.